So, das ist jetzt der fünfte Teil dieses Versuchs, dieses Gespräch. Da auf Augenhöhe Machtmissbrauch, Narzissmus in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik eben etwas auseinanderzunehmen. Da geht es jetzt auch weiter nochmal überwiegend um den Herrn Tschüchol, der ja leidenschaftlich gerne spricht und sich scheinbar auch gerne reden hört und wohl der Meinung ist, dass er da auch sehr Wesentliches beizutragen hat. Er liefert uns da zum Beispiel auch einen neuen Begriff, nämlich den passiven Narzissmus, den er jetzt irgendwie auch eigentümlich definiert. Und ja, er bezieht sich dann auf seinen Lehrmeister Maas, zudem mache ich dann auch einen kleinen Exkurs, der ja eben auch sehr gerne so auf psychologisierende Weise eben im Grunde von den eigentlichen Problemen der Welt ablenkt, der das eben alles nur in der Kinderstube verortet sehen möchte, was hier auf dieser Welt verkehrt läuft und eben vollkommen ausblendet, was da eben an ganz anderer Stelle gedreht wird. Aber eben auch was Herr Maas empfindet sich ja auch so als Experte für Narzissmus und hat dabei eben ganz grobe Blößen offenbart. Dazwischen kommt dann noch mal ein kluger Ausspruch von Wolfgang Wodak zum Tragen, der eben ganz klar sagt, ich kann mit diesem Begriff Narzissmus nichts anfangen, wobei mir dann nicht so ganz klar ist, auf was er sich da bezieht. Aber das ist ja das, was ich auch immer wieder unterstreichen würde. Mit diesem Begriff kann man nichts anfangen, weil er eben vollkommen sinnlos ist. Ja, und das wird aber eben insgesamt dann auch weiter eingerahmt von Weisheiten des Rechts- und Verkehrspsychologen Aaron B. Tschüchol. Und selbst wenn man nicht danach strebt, glaubt man es. Und das ist natürlich ein Punkt, wieder der Exklusivität, der jetzt in, sagen wir mal, der Verfahrenheit, in der wir uns befinden, durchaus eine Rolle spielt, weil natürlich jeder dann am Ende des Tages dann für sich entscheidet, naja gut, aber warum muss ich derjenige sein, der, also sagen wir mal, bestraft wird, der auf den Dötz bekommt oder sowas. Das heißt also, ich würde sagen, Narzissmus spielt hier zweifellos eine Rolle, aber in der Masse nicht jetzt diese Art von Narzissmus, die wir hier thematisieren, sondern eher ein passiver Narzissmus, der nicht einsehen will, dass er jetzt nicht exklusiv genug ist. Ja, genau. Also, und selbst wenn man nicht danach strebt, glaubt man es, also weiß ich jetzt nicht, was er damit meint, also wenn man nicht nach Geld strebt, glaubt man dann trotzdem, dass eben Geld Monarch ist und King ist. Und das ist natürlich ein Punkt wieder der Exklusivität, der jetzt in, sagen wir mal, der Verfahrenheit, in der wir uns befinden, durchaus eine Rolle spielt, weil natürlich jeder dann am Ende des Tages für sich entscheidet, na ja gut, aber warum muss ich derjenige sein, der also, sagen wir mal, bestraft wird, der auf den Döns bekommt oder sowas? Das heißt, ich würde sagen, Narzissmus spielt zweifellos eine Rolle, aber in der Masse nicht jetzt diese Art von Narzissmus, die wir hier thematisieren, also was für Narzissmus habt ihr denn thematisiert? Das ist bisher noch nichts irgendwie konkretisiert worden, sondern eher ein passiver Narzissmus, der nicht einsehen will, dass er jetzt nicht exklusiv genug ist. Also, dann kriegen wir jetzt hier, er hat vorhin von Maschinengewehrartig gesprochen, jetzt kriegen wir hier direkt einen neuen Begriff unter die Nase gerieben. Passiver Narzissmus. Oh, also, das könnte ja die Köpfe noch ein bisschen mehr rauchen lassen. Ja, was ist denn jetzt passiver Narzissmus? Ja, das ist, wenn man nicht einsehen will, dass das. Ja, wer jetzt nicht exklusiv ist, dass man selbst nicht exklusiv genug ist oder keine Ahnung. Also, da müssen wir mal drüber grübeln. Ja, passiver Narzissmus. Und eben, ja, wenn wir diejenigen sind, die so einen passiven Narzissmus kultivieren, ja, dann sind wir ja auch selbst schuld, wenn wir
dann solche Verhältnisse entstehen lassen, die wir jetzt haben. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Unterschied. Das heißt also, hier wäre dann eben wieder in der Begrifflichkeit zu differenzieren, natürlich, dass man da dann eben versucht zu begreifen. Das hat der Kollege Marz ja sicher auch gut gemacht, nämlich dann überhaupt diesen Aufbau, diesen Tatendrang im Narzissmus dann eben auch zu thematisieren und dann also Begriffe wie Gefühlsstau zu entwickeln, ist natürlich sehr klug. Ja, genau. Jetzt wird auch noch ein bisschen da auf den Kollegen Maas verwiesen. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Unterschied. Das heißt also, hier wäre dann wieder in der Begrifflichkeit zu differenzieren. Natürlich, dass man da dann eben versucht zu begreifen. Das hat der Kollege Maas sicher auch gut gemacht, nämlich dann überhaupt diesen Aufbau, diesen Tatendrang im Narzissmus dann eben auch zu thematisieren und dann eben auch Begriffe wie Gefühlsstau zu entwickeln, ist natürlich sehr klug. Ja, oh, der Herr Maas, das ist ein ganz, ganz kluger Mensch. Ich habe ja schon gesagt, über den werde ich mal eben eine eigene Sendung noch machen, also der den Mythos verfälscht, der eine windige, blöde Fake-Geschichte, die in 2005 in Wikipedia erfunden wurde und dort 15 Jahre lang Bestand hatte. Er ist einer der ersten, der die dann in die Fachliteratur übernimmt und abschreibt, natürlich ohne eben die Quellen anzugeben. Ja, und der Gefühlsstau, da sagt er ja auch immer, oh, das hat er entwickelt und unterschlägt dann halt, dass das von einem sehr, sehr klugen Menschen, der etwas erfunden hat, was er selbst damals Psychoanalyse genannt hat. Das war der Arzt Josef Breuer in Wien, ein älterer Mentor und Kompagnon von Sigmund Freud, der ein wirklich kluges Therapiesystem entwickelt hat, eine tatsächliche Analyse, also Anna rückwärts, ein Lösen. Also der hat in so einem leicht hypnotischen Zustand seine Patientin zurückkehren lassen zu dem Ursprung von ihren diversen Symptomen und hat ihr dabei sehr effektiv und sehr stringent geholfen, Symptome loszuwerden. Und der hat eben 1893 da schon in einer Vorbemerkung, also er hat dann mit Freud 1895 das Buch Studien über Hysterie geschrieben. Hysterie im damaligen Sprachgebrauch meinte so etwas wie psychosomatische Störung. Und bei diesen Symptomen, also die Patientin, die der Josef Breuer damals behandelt hatte, es war eine junge Frau aus reichem Hause, Bertha Pappenheim, mit Pseudonym Anna O. genannt. Und anhand dieser Behandlung hatte der Breuer zusammen mit dieser klugen jungen Frau ein Verfahren entwickelt, was er, wie gesagt, Psychoanalyse genannt hat. Der Freud hat ihm dann dieses Modell aus den Händen gewunden und dann vollkommen pervertiert zu dem, was er dann Psychoanalyse genannt hat. Aber eben der kluge Breuer kommt eben damals auch auf den Gefühlsstau zu sprechen, oder spricht von eingeklemmten Affekten und spricht von einer Retentions-, also Zurückhaltungs- oder Aufstauungshysterie. Also immer dann, wenn Gefühle aufgestaut werden, die sich nicht zum Ausdruck bringen können, dann entwickeln sich aus diesen Situationen heraus sehr massive, reflexartig immer wieder auftretende Symptome. Was auch so eine Spezialität von Maas ist, er zitiert sowieso ganz selten mal auch vernünftige Literatur oder überhaupt Literatur. Und wenn er sie zitiert, dann eben oftmals auch ziemlich unsinniges Zeug. Aber er benennt zum Beispiel nie Alice Miller. Also Alice Miller hat vor eben Hans-Joachim Maas sehr viel klüger und sehr viel differenzierter betont, wie sehr eben Menschen auch oder Kinder unter dem Druck ihrer Eltern
Dinge entwickeln. Also das Drama des begabten Kindes ist zum Beispiel ein Buch, das sehr bekannt ist von ihr. Und das meint, das Drama ist eben, und die Begabung des Kindes ist, sich sehr genau zu spüren, was andere von ihm erwarten. Und das Drama ist eben, dass das Kind, das den Eltern gegenüber immer eine absolute Loyalität hat, dass das Kind eben sich bemüht, den Eltern gerecht zu werden und dabei eben dann die eigenen Bedürfnisse am Ende verleugnet, um sich eben, ja, um es den Eltern recht zu machen. Und dann entwickelt man eben ein falsches Selbst, falsche Bedürfnisse, die man eben dann auch eventuell, wenn man nicht wirklich gründlich darüber reflektiert, ein ganzes Leben lang nicht loswerden kann. Also das ist auch eben Maß, der kluge Maß, der immer so tut, als hätte er alles Mögliche selbst entwickelt. Und da eben, wo er was Kluges sagt, hat er das eben, oder haben das andere zum Teil eben schon mehr als 100 Jahre vor ihm gesagt. Denn da passiert über so ein Leben voller Modalitäten und Sozialisierung und Regeln und Bestrafungen und eigenartigen Schulinhalten und Vor- und Nachteilen, die man eben so erleben kann, entsteht, sagen wir mal im wörtlichsten Sinne, defizitär einfach irgendwann ein Stau. Und den kann man dann entsprechend ausleben. Und zwar in der Form, dass man sich, ich sag mal, als Ersten wählt, als Ersten betrachtet. Und das ist natürlich auch wieder jetzt die Frage auf dieser Ebene, wer ist das? Und ist das jetzt also ein, sagen wir mal, selektives Ich, also so wie ich jetzt hier sitze, oder ist das eine Gruppe oder ist das eine Idee? Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Das heißt, das Feld Narzissmus und aber auch natürlich das Feld, mit dem wir uns damit jetzt auch dann beschäftigen müssen, ist viel zu komplex, als dass wir sagen könnten, okay, also grundsätzlich ist jeder in der Politik, der Narzisst ist, schlecht. Das funktioniert nicht. Jeder, der, auch ich bin irgendwo ein Narzisst, das ist eine Persönlichkeitsattribution, die jeder prinzipiell hat. Krankhaft wird es dann, wenn ich keine Wahl mehr habe. Wenn ich jetzt also ganz grundsätzlich jede Situation damit auflöse, dass ich sage, ich bin aber der Geilste und ihr seid alle Scheiße, dann ist das grundsätzlich dann sozusagen meine Überzeugung. Das ist meine Haltung. Und egal, was jetzt an Kritik kommt, egal, ob eine Tomate kommt oder nicht, ich sage, das liegt daran, dass ich so dermaßen Premium bin. Wenn ich dann jede Situation damit auflöse, dann ist das pathologisch. Aber es ist nicht grundsätzlich pathologisch zu sagen, okay, ich sehe mich auch wichtig, ich stelle mich auch in den Vordergrund. Das ist eine sehr zentralmenschliche Eigenschaft, die übrigens sich ja in der Gründungsgeschichte unserer Zeiten oft dann eben so formuliert, dass wir uns dann das Recht genommen haben, vom Apfel zu kosten, also der Verführung zu erlegen. Sag mal solche. Ja, denn das passiert über so ein Leben voller Modalitäten und Sozialisierung und Regeln und Bestrafungen und eigenartigen Schulinhalten und Vor- und Nachteilen, die man eben so erleben kann, entsteht, sagen wir mal im wörtlichsten Sinne, defizitär einfach irgendwann ein Stau. Und den kann man dann entsprechend ausleben, und zwar in der Form, dass man sich, ich sag mal, als Ersten wählt, als Ersten betrachtet. Und das ist natürlich auch wieder die Frage auf dieser Ebene, wer ist das? Und ist das jetzt also ein, sagen wir mal, selektives Ich, also so wie ich jetzt hier sitze, oder ist das eine Gruppe oder ist das eine Idee? Naja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Das heißt, das Feld Narzissmus und aber auch natürlich das Feld, mit dem wir uns damit jetzt auch dann beschäftigen müssen, ist viel zu komplex, als dass wir sagen könnten, okay, also grundsätzlich ist jeder in der Politik, der Narzisst ist schlecht. Das funktioniert nicht. Jeder, der, auch ich bin irgendwo auch ein Narzisst, das ist eine Persönlichkeitsattribution, die jeder prinzipiell hat. Krankhaft wird es dann, wenn ich keine Wahl mehr habe. Wenn ich jetzt also ganz grundsätzlich jede Situation damit auflöse, dass ich sage, ich bin aber der Geilste und ihr seid alle Scheiße, dann ist das grundsätzlich dann sozusagen meine Überzeugung, das ist meine Haltung. Und egal, was jetzt an Kritik kommt, egal, ob eine Tomate kommt oder nicht, ich sage, das liegt daran, dass ich so dermaßen Premium bin. Wenn ich dann jede Situation damit auflöse, dann ist das pathologisch. Aber es ist nicht grundsätzlich pathologisch zu sagen, okay, ich sehe mich auch wichtig, ich stelle mich auch in den Vordergrund. Das ist eine sehr zentrale menschliche Eigenschaft, die übrigens sich ja in der Gründungsgeschichte unserer Zeiten oft dann eben so formuliert, dass wir uns dann das Recht genommen haben, vom Apfel zu kosten, also der Verführung
zu erlegen. Ja, also Narzissmus ist jetzt nach Tschichol, wenn ich sage, ich bin auch wichtig, ich stelle mich auch in den Vordergrund, das ist ja ganz normal. Krankhaft wird das dann, wenn ich grundsätzlich jede Situation damit auflöse. Ich bin der Geilste und ihr seid alle Scheiße. Also das ist jetzt mal so eine differenzierte Auflösung zum Thema Narzissmus. Solche Begriffe wie der Narzissmus, wo ist das wenn da ein Mensch ist und sagt, der ist Narzisst, ist er das sein Leben lang oder ist das situativ bedingt? Ist man manchmal Narzisst und manchmal Altruist und wechselt das laufend und wie oft am Tag kann das wechseln? Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Tut mir leid, wenn ich mir Menschen in ihrer Wirklichkeit so ansehe und in die vielen Herausforderungen, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, die verhalten sich mit einigen Menschen so und mit anderen Menschen verhalten sich anders. Das heißt, ich sehe immer, dass Menschen, wenn sie mit anderen zusammen sind, eine bestimmte Rolle einnehmen. Ja, also das ist jetzt ein, finde ich, wichtiger Einwand von Wolfgang Wodak, der da sagt, ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Vielleicht unterschätzt er dabei, dass es ja tatsächlich Menschen gibt, die bestimmte Persönlichkeitseigenschaften durchaus relativ stabil so mit sich herumtragen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr geltungssüchtig ist, dann wird er das in allen möglichen Situationen zum Ausdruck bringen können. Natürlich ist das auch immer ein bisschen problematisch, solche Dinge zu verallgemeinern, also dass man eben sicher auch sagen kann oder feststellen kann, dass Menschen auch unterschiedlich diese Eigenschaften in bestimmte Situationen einbringen. Aber für mich ist ja immer der Punkt zu sagen, man kann mit diesem Begriff nichts anfangen. Also er hat schon eine etwas verquere Entstehungsgeschichte, entsteht in der Diskussion zwischen Havelock Ellis und Paul Näcke 1898-99. Und schon die beiden sind sich nicht so ganz klar, was sie eigentlich da jeweils mit meinen. Es ist nur klar, dass diese beiden ein ganz konkretes Phänomen im Auge haben, nämlich Menschen, die sich sehr gerne bespiegeln, die sich gerne selbst betrachten und dabei quasi so auch drin aufgehen und versunken sind. Während der Ellis das noch für einigermaßen im normalen Rahmen sieht, sieht der Paul Näcke das im Rahmen seiner psychiatrischen Klinik und definiert eben Narzissmus ist nur, kann man nur dann von sprechen, wenn eben das Betrachten des eigenen Ichs oder seiner Teile von deutlichen Zeichen des Orgasmus begleitet ist. Also das ist eine sehr, sehr, sehr enge Definition von einem sehr, sehr seltenen Phänomen. Also darüber sind sich auch Ellis und Näcke einig. Das ist was sehr, sehr Seltenes. Und es ist auch klar, es hat mit Homosexualität überhaupt nichts zu tun. Also das ist das, was die beiden, als sie das damals beobachten, eben ganz klar im Kopf haben. Und dann kommen aber ein paar Jahre später, also dann am Ende Sigmund Freud 1914 mit dieser Abhandlung und eben schon vorher ist da in die Welt gesetzt worden, ja, Narzissmus haben wir alle. Es gibt sozusagen ein Entwicklungsstadium des Narzissmus. Und ja, also das sind vor allem die Homosexuellen, die dann an diesem Entwicklungsstadium sozusagen fixiert bleiben. Also das ist, auf einmal wird das völlig auf den Kopf gedreht. Also eben von etwas sehr, sehr Seltenem wird das zu einem Allerweltsphänomen, das jeder Mensch, was das jeden Menschen betrifft. Und eben, es hat dann angeblich auch sehr viel mit Homosexualität zu tun und was eben dann der Freud am Ende definiert, 1914, er sagt, er spricht von einem Sammelsurium von Menschen, die eben besonders narzisstisches Verhalten zeigen und da sagt er, ja, das sind die Größenwahnsinnigen und Schizophrenen, das sind die Kinder und die Primitiven, das sind die Homosexuellen und Perversen und das sind die Frauen und Mütter. Und das ist jetzt eben schon mal völlig grotesk, wenn man das nochmal mit der Realität des Mythos vergleicht.
Der Narzisst zeigt gar keinen Anhaltspunkt dafür, schizophren zu sein oder größenwahnsinnig zu sein. Er ist auch kein Kind mehr, also er wird ausdrücklich als 16-jähriger Jüngling beschrieben. Er gehört auch nicht zu irgendeinem primitiven Volk, sondern er gehört zu den alten Griechen, die man ja nicht wirklich als primitiv beschreiben würde. Er gehört gerade nicht zu den Homosexuellen. Es wird ja von ihm erzählt, dass er das sexuelle Begehren von zwei Männern ausdrücklich ablehnt. Er lässt auch keine anderen Perversionen erkennen. Und er gehört natürlich auch nicht in die Kategorie Frauen und Mütter. Also das zeigt auch noch mal, wie lächerlich diese Begriffsschöpfung ist, dass man da ein riesen aufgeblähtes Konzept schafft, wo man jetzt alles Mögliche reinstopfen kann. Und dann kann man eben einen Julian Assange als Narzissten beschreiben, genauso wie den Hitler und den Stalin und den Pol Pot. Also ein komplettes Durcheinander, was dann eben sich niederschlagen kann in der therapeutischen Praxis. Also wenn man da in dem Bereich über 30 Jahre lang gearbeitet hat wie ich, dann hat man eben auch Fälle zu Gesicht bekommen, wo eben eine solche Diagnose ganz verhängnisvolle Folgen hatten. Also wo man dann jemand, der eigentlich das Opfer von Umständen ist, wo man dem zuschiebt, dass er eigentlich der Täter sei, oder wo man einer völlig gesunden Frau das Kind wegnimmt, oder wo man einen katastrophalen Psychotherapeutenfehler quasi der Klientin dann zuschiebt und eben sagt, ja, das ist eben eine narzisstische Persönlichkeit oder die zeigt da destruktiven Narzissmus. Also das ist für mich das Argument, um zu sagen, man kann mit diesem Begriff nichts anfangen. Also, dass da Menschen manchmal bestimmte Eigenschaften relativ stabil in allen möglichen Situationen auch zeigen, also eben zum Beispiel so eine übersteigerte Egozentrik, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber es macht auf jeden Fall immer Sinn, Verhalten, wenn man es problematisieren will, so konkret wie möglich zu umschreiben und jetzt nicht eben so was Aufgeblähtes daherbringen, was ja dann eben auch noch vollkommen verwischt wird. Ja, dann wird auch gesagt, ja, aber wir haben alle solche Tendenzen und das ist ja auch was Gesundes, aber es ist auch was ganz Krankhaftes und da gibt es den weiblichen und da gibt es den männlichen Narzissmus und da gibt es den aktiven oder dominanten und den passiven und den vulnerablen und bla 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 bla. Also durch all diese zusätzlichen Adjektive versucht man dann eben im Grunde zu verdecken, dass man eben da einen Begriff hat, mit dem man eigentlich gar nichts anfangen kann und mit dem man bestimmten Phänomenen einfach nicht gerecht wird. Ja. Der Persönlichkeit ist ein Summa summarum von Tendenzen. Das ist vollkommen richtig. Das heißt also, im Moment habe ich die Tendenz, irgendwas erklären zu wollen. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich die Tendenz, dass man mich nicht vollquatscht oder sonst was. Das ist natürlich ein Unterschied. Wenn ich jetzt hier mit dieser Tendenz, dass man mich nicht vollquatscht, ankomme, dann kommen wir hier nicht vorwärts. Das ist vollkommen klar. Das ist natürlich was Situatives. Und weder ist Narzissmus noch auch eine dissoziale Störung oder sonst irgendwas ein feststehender Rahmen, sondern es ist eine Tendenzaussage. Das heißt, ich neige dazu, grundsätzlich eine Situation, wenn es maximal pathologisch ist, immer nur grundsätzlich mit einer Variante aufzulösen und das fällt dann natürlich auf. Ja, jetzt eben die Stellungnahme von Herrn Tschüchel. Ja, die Persönlichkeit ist ein Summa summarum von Tendenzen, das ist vollkommen richtig. Das heißt also, im Moment habe ich die Tendenz, irgendwas erklären zu wollen und wenn ich zu Hause bin, habe ich die Tendenz, dass man mich nicht vollquatscht oder sonst was. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich jetzt hier mit dieser Tendenz, dass man mich nicht vollquatscht, ankomme, dann komme ich hier nicht vorwärts. Ja, genau, also er möchte wohl vorwärts kommen und natürlich will er da sich jetzt auch mal vollquatschen lassen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein etwas despektierliches Heruntergucken auf die anderen Diskussionsteilnehmer ist. Also, wenn er sagt, ja, also offensichtlich hat er jetzt auch die Tendenz, dass man ihn durchaus vollquatschen kann.
Aber ja, dann kommt er hier auch vorwärts, wenn er sich vollquatschen lässt. Das ist vollkommen klar. Das ist natürlich was Situatives und weder ist Narzissmus noch auch eine dissoziale Störung oder sonst irgendwas ein feststehender Rahmen, sondern das ist eine Tendenzaussage. Das heißt, ich neige dazu, grundsätzlich eine Situation, wenn es maximal pathologisch ist, immer nur grundsätzlich mit einer Variante aufzulösen. Und das fällt dann natürlich auf. Ja, also kann man mal so stehen lassen, eben eine Tendenz. Aber wie gesagt, was eben fehlt, ist tatsächlich eine Definition von dem, was Narzissmus eigentlich ist. Ich habe mal mit einem Psychiatrieinsassen gesprochen, der mir, also in der völligen Selbstüberzeugung und ohne Diskussion, das war für ihn völlig klar, erklärt hat, er hat jetzt nicht sehr viel Zeit für diese Exploration, denn gleich kommt der Privatjet und er hat wichtige Termine. Ne? Und das ist also an dem Punkt schon fast wahnhaft, muss man dann sagen. Und er beantwortet grundsätzlich jede Lebenssituation damit. Aber selbstverständlich kann er dann, wenn ihm jemand also ein Glas Wasser reicht, auch demütig Danke sagen. Das geht auch trotzdem. Ne? Das ist jetzt schon nicht so ganz klar, was da mit diesem Menschen eigentlich los ist. Also er sagt ja dann von diesem Psychiatrieinsassen, der da auf seinen Privatjet wartet, dass der eben jede dieser Situationen so beantwortet. Also kann natürlich sein, dass der immer wieder auf seinen Privatjet verweist. Und natürlich braucht man da nicht sagen, das ist dann schon fast wahnhaft, sondern das ist wahnhaft. Also unter Wahn subsumiert man die unkorrigierbare Falschbeurteilung der Wirklichkeit, die unbeeinflussbar von persönlichen Erfahrungen auftritt und an der mit absoluter subjektiver Gewissheit festgehalten wird. Also, da haben wir jetzt ein Beispiel, wo uns Herr Tschichol nochmal erzählt, was er alles schon für interessante Lebenssituationen erlebt und bewältigt hat.